kommen aus Heidelberg. 87-37 haben die Baskets heute gegen Schwabach gewonnen. Theresa Spatz hier heute bei uns im Interview. Hallo Theresa. Hallo. Ja, ein ganz hoher Sieg heute und 50 Punkte. Sag ein paar Sätze zum Spiel. Wie hast du die Leistung der Mannschaft gesehen? Ja, also in der ersten Halbzeit haben wir haben ziemlich gut angefangen. In der ersten Halbzeit haben wir gut als Team gespielt. Wir haben wirklich alles getroffen. Und in der zweiten Halbzeit haben wir ein bisschen nachgelassen. Aber die haben viel zu viele Punkte einfach gemacht. Und ja, aber an sich war es ein gutes Spiel. Sie haben gezeigt, was wir können. Natürlich kann man sich immer verbessern, aber es war eigentlich gut. Gut, wie gesagt, kommen wir zu deiner Leistung. Du kamst zur zweiten Halbzeit rein und man hatte irgendwie das Gefühl, du warst gleich drin im Spiel, hast gleich einen Korb gemacht, einen Dreier hinterher. Wie hast du so deine Leistung gesehen? Also ich war vor dem Spiel ziemlich nervös und aufgeregt. Aber als ich aufs Feld kam, hatte ich das gelegt und ich habe versucht, mein Bestes zu geben und ich glaube, es hat auch geklappt. Ja, es hat total Spaß gemacht zu spielen. Ich habe alles gegeben und hoffe, das hat man auch gesehen. Super, 11 Punkte sind es gewesen, wenn das Scouting stimmt. Also schon mal zweistellig gescoutet, tolle Sache. Theresa, du bist jetzt 16. Du bist zum Beispiel für die gute Jugendarbeit beim USC, spielst auch im WNBL-Team und ja, erzähl mal so ein bisschen, spielen in der WNBL, wo es auch schon ganz gute Sache geht und jetzt auch in der zweiten Liga. Was ist da nochmal anders? Also natürlich, der Niveauunterschied ist total krass, also es ist natürlich klar, es ist ja Jugend und Damen. Auch allein, wie man auf dem Spiel miteinander umgeht, also zwischen mit anderen, also mit Gleichaltrigen oder auch mit Älteren, ist einfach ein viel härteres Spiel. Und es ist jedes Wochenende quasi eine Doppelbelastung. Ich habe jedes Wochenende 2 Spiele und dann ist immer so dieses Umschwenken von Darm und Jugend ist immer schwierig, weil wir unterschiedliche Sachen spielen, unterschiedliche Fokus legen und so, aber es klappt eigentlich ganz gut bisher. Du hast großen Einsatz gezeigt vor 1 oder 2 Wochenenden, wo du mit der Schule unterwegs warst und ganz kurzfristig zum WNBL-Spiel gekommen bist. Erzähl mal davon. Also wir waren in Portugal, in Lissabon und wir sind mit dem Bus gefahren, also 2 Tage lang. Und wir sind also von Samstag auf Sonntag irgendwie eben gefahren oder Sonntagmorgen bin ich angekommen um 11 und um 14 Uhr musste ich dann das WNBL-Spiel spielen. Also kurz hingelegt, Powernap gemacht und dann gespielt. Du hast morgen auch ein Spiel mit der Mannschaft in Ludwigsburg. Ja. Wie erholst du dich bis morgen? Also ich gehe nach Hause, schlaf und dann hoffe ich, dass es morgen aus gut starten kann. Okay, dann schon mal dafür viel Glück für das Spiel in Ludwigsburg. Perspektivisch, die Baskets haben bisher alle Spiele gewonnen, sieht gut aus, ihr seid Tabellenführer. Wie siehst du so die Aussichten der Mannschaft in Richtung Meisterschaft? Also natürlich, das heutige Spiel, denke ich, kann man nicht als Maßstab nehmen. Wir müssen natürlich viel mehr zeigen und um halt gegen die großen Mannschaften oder die guten Mannschaften zu gewinnen. Ja, aber ich denke auf jeden Fall, dass wir die Playoffs schaffen und da hoffentlich dann auch Meister werden. Okay. Du hast jetzt so die ersten Spiele gemacht. Wie ist das so, von einer so jungen Spielerin von der Bank zu kommen und sich da schnell zurechtzufinden? Wie siehst du so deine Perspektive in dieser Saison? Also ich hatte am Anfang natürlich total viel Respekt vor den älteren Spielerinnen. Ich hatte teilweise auch Angst zu spielen einfach. Aber auch das Team hilft mir total dabei, einfach meine Angst abzulegen und da einfach zu spielen, mein Ding zu machen quasi. Und ich hoffe, dass ich mich gut noch besser in die Mannschaft quasi einarbeiten kann und noch mehr vielleicht auch auf dem Spiel noch mehr Leistung zeigen kann und noch mehr zum Team beitragen kann. Super. Dann dafür alles Gute, danke. Theresa. Dankeschön fürs Interview. Thank you.